Hallo und herzlich willkommen in der Steinchenwerkstatt. Ich bin der Falco und ich habe mir gedacht, ich habe jetzt wieder ein bisschen Leerlauf gehabt, ein bisschen was anderes gemacht und ich dachte, jetzt gibt es mal wieder Technik. Wir haben von einem Partner hier wieder was zugeschickt bekommen und zwar den Tatra. Ich komme damit nicht klar. Ich sage einfach Tatra. Ist es einfacher. Und zwar ist das von Moltking. Die 13144. Nicht wundern, ich beeile mich jetzt ein bisschen. Liegt daran, ich werde jetzt das Unboxing bzw. das Antütigen gleich noch hier vorne mitgestalten. Jetzt kommen wir erstmal zu dem Set selber. Das ist ein unautorisierter Mock vom Madoka 1977. Ihr findet das unter der Mock 27092. Schreibe ich euch auch alles mit schön eben auf die Karte drauf. Ja, was haben wir jetzt hier? Das ist ja, der Tatra ist ja ein tschechisches Fahrzeug. Oh, tschechisches Fahrzeug. Oh, heute habe ich es echt nicht mit dem Sprechen. Das liegt auch an der Wärme, glaube ich. Und zwar basiert der Mock auf dem Tatra 813 8x8, auch genannt Koloss. K-O-L-O-S. Nicht wundern, bei Wikipedia steht so drin. Und zwar wurde das... Dieses Teil gebaut von 1967 bis 1982, insgesamt in der Stückzahl von 11.751 Stück. Angetrieben wurde die ganze Kiste mit einem V12 Dieselmotor, der insgesamt 17.643 Kubikzentimeter Hubraum hat. Das entspricht dann einer Leistung von 199 kW oder 270 PS. Ursprünglich eigentlich für Militär gedacht, wurde aber dann hinterher immer mehr in der Zivil angewendet. Oh, furchtbar heute. Furchtbar. Mensch. Und zwar Feuerwehr, Bergefahrzeug etc. Es gab viele, viele, viele Möglichkeiten davon. Ja. Motorisiert ist das Ding komplett. Hat jetzt einen Moment länger gedauert, weil ihr kennt diese Situation aktuell, dass sowohl die Steine als auch die Technik separat verschickt werden. Liegt einfach daran, dass wir ja ein neues Batteriegesetz haben und dementsprechend dauert das beim Zoll, bei der Abfertigung halt länger. Deswegen wird das separat geschickt, damit nicht alles auseinandergerissen wird, weil so bekommt ihr ein kleines Päckchen, die können da reingucken, können schauen, aha, okay, jetzt sind Motoren drin, es ist ein Akku drin, gut, alles klar und müssen nicht das ganze Ding auseinandernehmen. Kann man verstehen, kann man nachvollziehen, finde ich persönlich sogar ein Stückchen besser. So, schauen wir mal, was wir jetzt haben. Ich habe mich jetzt völlig unvorbereitet auf das große Teil hier gestützt. Ich weiß jetzt nicht, wie viele Motoren und alles genau drin sind. Das müssen wir jetzt alles herausfinden. So. Mal nehmen wir an die Seite. Hier haben wir Black Furious Motoren. ML. ML. L. ML. L. L. Abgebucht. Das heißt, hier sind 3 M-Motoren, 6 M-Motoren, L-Motoren, ja. Stimmt überein, wird alles angetrieben über eine Akkubox. Wir machen hier 3 Stecker auf einen Port von der Akkubox. Das weckt Erinnerung wach an unsere letzten Versuche. Ja, werden wir mal schauen. Weil viele hatten ja gesagt, die hier haben die höchste Leistungsaufnahme, haben wir ja auch nachgetestet. Und 3 Stück aufeinander ist echt viel. Das ist echt heavy. Aber, hol ich Reifen an. Die Reifen sind riesig. Boah. Das machen wir mal weg. Wir haben insgesamt 12 Tüten, 12 Bauabschnitte. Ich würde sagen, ich mache 2 Videos raus. Das würde in jedem 6 machen. Circa. Schauen wir mal, wie es am besten passt mit dem Cut. Und am Ende werde ich noch ein Außenvideo machen, wo wir auch mal nochmal den Großen jetzt hier schön in der Sonne im Garten fahren lassen können. Dann können wir ja mal schauen, was jetzt besser fährt. Ja, mal schauen. So, da haben wir die 9, 10, 8 Fernbedienung. Wobei, ich habe genug. Hier. Ich habe ja jetzt genug. 3, 1. Hier legen wir schon mal rein. 5, 7, Zusatzbeutel mit Pins, 4, 11, 12
Ach, du Alarm. 2 und 6. Hier geliebt. Diese Schlappen sind echt riesig, ne? Fast so groß. Sie sind ein kleines Tick höher. Aber ich denke mal, wenn die unter Last kommen, die knicken noch ein bisschen ein. Das ist jetzt 107 mal 44. Was steht hier drauf? 18K. Haben keine Größe vermerkt. Schade. Schade. So ist die Laufrichtung. Gut. Ich würde sagen, ich mache mich jetzt ans Werk. Wir sehen uns nach Tüte Nummer 1 wieder und wir schauen mal, wie weit wir gekommen sind, was wir gebaut haben. Natürlich dann auch wieder mit Funktionstest und sowas zwischendurch, dass wir gucken, dass alles funktioniert, etc. Ein Haufen Zeug. Ein Haufen Zeug. Es sind 3000, was habe ich gesagt, 3647 Steinchen plus. Wurde mal Zeit wieder mit ein großes Technikmodell. Gut. In diesem Sinne sehen wir uns jetzt gleich nach der 1 wieder. So, mit Teil 1 haben wir jetzt schon was richtig Cooles gebaut. Und ich muss ganz ehrlich sagen, so macht Technik Spaß. Ich habe null Plan, wie man sowas konzipiert. Ne? Also, es tut mir leid. Da kann ich echt nicht mithalten, du. Ich verstehe es, wie es funktioniert, ne? Aber ich wäre im Leben nicht auf sowas drauf gekommen. Sowas zu bauen. Wirklich. Vom Bauen her war es relativ einfach. Was ein bisschen kompliziert ist, ist halt die Steuerung, die Belegung. Man hat das erst so die ganze Zeit, dann muss man es so drehen, damit man das überhaupt so hier über diesen L-Lift-Arm bekommt. Also, Wahnsinn, oder? Sagt mal ehrlich. Ja, ich meine, blaue Pins ist nun mal was nicht jedem Auge immer noch gefällt. Aber so gesehen, top. Ehrlich, top. Finde ich super. Macht bisher richtig Spaß. Ne? Mir erschließt sich nur nicht, warum hier jetzt noch keine Verbindung nach hier hinten ist. Ich darf die hier hinten noch nicht reindrücken. Ich bin gespannt, wann das jetzt kommt, dass ich die auch dann reindrücken darf oder ob das überhaupt noch kommt oder ob die halt lose so draufgesteckt bleiben. Aber das kann ich mir nicht vorstellen, weil hier drüben, hier drinnen, da liegen Stücke mit Kreuzachse drinne und hier ist nur eine Viererachse. Also normalerweise müssten die ja dann hinterher reingeschoben werden. Aber na gut, das sehen wir dann. Das kommt sicherlich noch. Gut, ich würde sagen, ich mache jetzt weiter mit der 2. Bisher bin ich begeistert, mir macht Spaß, ich finde es toll, es ist Wahnsinn. Echt? Wow. Naja, weiter geht's. Mit Tüte 2 nimmt das Ganze jetzt richtig Gestalt an und es ist wirklich cool. Pass auf. Halt. Ja, das hier oben klemmt gerade ein bisschen, weil das noch so locker drin hängt. Das wird wahrscheinlich erst im nächsten Schritt jetzt befestigt. Erstmal ein bisschen hier rüber. Aber damit ihr sehen könnt, was passiert. Ja. Das ist jetzt halt die zwei Vorderachsen. So funktionieren. Und auch mit der Lenkung her. Ist auch cool gemacht. Ne? Also da steckt echt Technik und Liebe drin. Und ich muss ganz ehrlich sagen, wirklich wow. Wirklich wow. Mich hat das baff gemacht, wie ich jetzt... Die bauen wir zuerst in Teil 1. Die haben wir jetzt in Teil 2 gebaut, plus hier vorne das, was vorne reinkommt. Und wenn man das jetzt so dann bewegt und sich das dann wirklich gewahr wird, was das hier ist, wie das funktioniert, dann ist das echt Wahnsinn. Da ist mir doch erstaunt, dass man jetzt sowas Cooles gebaut hat. Eine Verbindung hier haben wir jetzt noch nicht großartig. Das seht ihr, die fahren durch, ohne dass da jetzt noch eine Verbindung ist. Ja. Ich hoffe, da machen wir jetzt dann hier halt auch so langsam weiter und schieben die quasi durch, dass da halt auch der Halt und die Verbindung dann da ist. Weil so wäre das ja sinnlos, da würde ja hier vorne gar nichts gedreht werden. Da würde das ja einfach nur mitgeschliffen.
So. Ja, die Lenkung hier vorne ist jetzt auch noch locker. Wie ihr seht, das ist auch noch nicht fest. Da ist halt noch ein bisschen Arbeit jetzt drin, aber wir haben schon mal die Nase und das Nummernschild dran gemacht. Das ist ganz wichtig. Gut, in diesem Sinne würde ich sagen, ich mache weiter. Und wir hoffen, dass wir bei der Hinterachse, denke ich mal, wird es genauso auslaufen. Bei den zwei Hinterachsen wird es genauso aussehen wie hier jetzt. Ja. Gut, bis gleich. Mit Tüte 3 ist es jetzt wieder größer geworden und es wächst und wächst und wächst. So, jetzt haben wir den 12-Zylinder dran. Wir haben jetzt hier schon den Motor, der sich mitbewegt. Und das Lenkrad, was jetzt hier noch ein bisschen rumbammelt, das hat noch keinen festen Halt. Das macht aber nichts. Wir haben die Lenkung fertig. Die werden wir jetzt mal ausprobieren, ob die auch funktioniert, so wie sie soll. So. Wollen wir mal schauen, ob das jetzt klappt. Ihr seht, es funktioniert. Bei der Lenkung ist es interessant. Wir haben jetzt hier die zwei kleinen M-Motoren. Die gehen jetzt hier auf dieses, sagt mal schnell. Diese Rutschkupplung. Von der Rutschkupplung auf die anderen Zahnräder und von dort aus weiter. Das heißt, es macht jetzt überhaupt nichts aus, wenn man konstant die Taste drücken würde, weil es einfach durchrutschen würde. Ne? Bei Lenkanschlag. Das ist mal eine ganz andere Lenkung, wie ich sie bisher kannte. Bisher kannte ich immer nur die Lenkung über die Servos. Und das ist mal eine völlig neue Art und ich finde die sehr spannend. Auch wenn ich mir hier sowas angucke, ne? Wie schön der sich bewegen kann dabei. Das ist schon klasse. Das ist echt cool gemacht. Ja, jetzt werden wir wahrscheinlich bald an den Antrieb kommen, dass wir die 6 Motoren da ranbasteln können. Die werden ja hier so in Reihe gesetzt. Dann werden wir mal schauen, wie das weitergeht. Ne? Gut, in diesem Sinne bauen wir weiter. Mit Tüte 4 haben wir jetzt den Antrieb so weit gebaut, dass wir die ersten zwei Motoren auf jeder Seite dran haben, inklusive einem kleinen Getriebe, was hier drin steckt. Das ist ziemlich tricky, weil das wird hier oben drüber geschaltet. Und das ganze Ding baut ihr und nachdem ihr hier unten die Verlängerung schon gebaut hattet, setzt ihr das da so schräg rein. Ist ziemlich kompliziert, das wirklich da so reinzubringen. Hat mich auch ein bisschen Nerven gekostet, aber es geht. Am kniffligsten ist dann hier, diese Teile da reinzubringen. Also diese schwarzen, die würde ich vorher reinmachen. Mal gucken, welcher Bauschritt das war. Kann ich das hier unten einblenden? Und ansonsten, ja, wenn die Motoren jetzt markiert, das wird wahnsinnig schwer jetzt schon. Das Teil. Wir haben jetzt dann hier oben eine Rutschkupplung für die Lenkung und wir haben jetzt hier oben die andere Rutschkupplung, die ist für die Schaltung dann gedacht, dass das einfach nur wechselt von leicht auf schwer, müssen wir mal gucken, weil ich habe jetzt keine Unterschiede feststellen können beim Drehen mit der Hand, aber die sind ja sowieso mit den Fingern nicht so feinfühlig, deswegen ist es ja besser, wenn man mal das dann hinterher so durchguckt. Ja? Gut, in diesem Sinne machen wir jetzt weiter mit der 5 und dann müsste jetzt der nächste Motor dran kommen und wir müssten ja weiter jetzt hier hinten anbauen, damit, sagt schnell, die zwei Hinterachsen noch dran kommen. Und dann sind wir ja eigentlich auch schon bei Tüte Nummer 6 und dann fängt das hier auch schon an, sich ein bisschen zu verbreitern, ein bisschen aufzubauen und dann werden wir auch einen Cut machen, bevor wir halt an den Aufbau gehen. Weil dann haben wir nämlich in einem Video hier die komplette Technik und alles abgearbeitet, habe ich euch gezeigt und gemacht. Falls ihr irgendwo Probleme habt, ne, wenn ihr den mal selber baut, sagt Bescheid. Also ich habe jetzt wirklich keine Probleme großartig gesehen, aber manchmal ist es halt nicht leicht, da steht man halt im Wald. Ich kenne das, es ist ab und zu so. Na, gut, in diesem Sinne, weiter mit der 5. So, nach 5 war es jetzt so, dass wir uns langsam dem Ende auch nähern. Ich habe nur einen kleinen Fehler gefunden. Und zwar betrifft er
hier. Ihr sollt hier schwarze Pins setzen und einen blauen hier oben. Das heißt, der blaue würde hier mittendrin in der Luft stehen. Also hier mittendrin. Ohne dass der irgendwelche Bewandtnis hätte. Aber ein paar Schritte vorher bin ich der Meinung gewesen, dass es genau auf diesen grauen Tragrahmen geht. Und auf einmal ist das andersrum in der Anleitung. Das war ein bisschen seltsam. Ich habe es so gelassen und man sieht, es hat keine Behinderung verursacht. Es funktioniert. Und ich kann mich jetzt soweit nicht beschweren. So, jetzt muss ich mal gucken, bis ich die Kabel alle hier rausbekomme. Dass man mal schauen kann. Das ist das, das ist das, das ist das. Da müssen wir sowieso mal gucken, wie die Kabelführung dann im Endeffekt genau funktioniert. Beziehungsweise wo dann auch die Akkubox hinkommt. Jetzt gucken wir mal. Was passiert? Ja, der Block vorne bewegt sich. Alles gut. Nicht wundern, dass die Reifen und die Achsen jetzt hier nicht drehen. Das liegt daran, ich habe es im Leerlauf. Weil ich erstmal gucken will, dass das auch alles gerade durch funktioniert. Ja, ist wichtig. Auch hier. So, jetzt könnten wir hergehen und könnten jetzt einmal schalten. Haben wir. Jetzt müssten auf der Seite hier sich alles drehen. Sauber. Sauber! So, das probieren wir auf der anderen Seite auch noch aus. Ihr hört, es knackert und knackert nichts. Es ist alles EO soweit. Jo, ich würde sagen, wir machen jetzt noch Tüte Nummer 6. Und dann haben wir eigentlich den Unterbau mit der Technik komplett fertig. Und dann gibt es eigentlich nur noch Deko. Jo, das können wir dann im nächsten Video machen. Gut. Dann sehen wir uns gleich nach der Tüte 6. Also, mit Tüte Nummer 6 sind wir jetzt auch fertig. Jetzt sind alle Achsen vorhanden. Ihr seht, ich habe hier jetzt mit dem Kabelmanagement mal ein bisschen gespielt und gearbeitet, weil ich geschaut habe, wo kommt jetzt am Ende die Akkubox hin? Vorsicht mit der Nase, Jonas. Und zwar kommt die Akkubox am Ende hier neben an die Seite. Deswegen habe ich mich entschlossen, ich ziehe schon mal alle Kabel hier rüber. Weil ich hier diese Streben gezogen habe, habe ich gedacht, komm, das passt bestimmt gut. Schauen wir mal, wie es wird. Und ich hoffe, das ist auch in Ordnung so, dass das am Ende auch so passt. Ja. Jo, also das war jetzt dann wirklich der komplette technische Aufwand, was jetzt unten drunter lief. Das heißt, die ganzen Achsen sind fertig. Sie laufen. Wir können dann nochmal den Versuch machen. Das ist die eine Seite. Dann haben wir die andere Seite. Jonas, bleibst du bitte? Jonas, ich mache hier gerade eine Aufnahme. Du wolltest dabei sein, du wolltest ruhig sein, du wolltest zuschauen. Ja. Nicht rumrennen und... Besuch. Ja, wir haben Katzenbesuch. Du wolltest eine Katze. So, das geht alles in eine Richtung. Dann haben wir die Lenkung hier. Das ist knirscht und knärbel, liegt jetzt nur hier vorne dran. Das ist hier vorne. An dem hier. Ja, weil ansonsten läuft es ziemlich rund und sauber. Ohne dass wir große Schwierigkeiten haben. Drehen das mal wieder gerade. Streichel mal. Ja, streichel's mal. Es ist nur Plastik, aber streichel's mal. So, damit. So, jetzt haben wir geschaltet. Das ist der Motor. Aua, aua, ja. Aua. Nicht da reingreifen. Das kann aua, aua, aua machen. Na, mal gucken, wollen wir es mal richtig überlasten hier. Darf ich alles auch mal ausprobieren? Darf ich auch? Wir lassen das jetzt so, weil wir müssen ja jetzt weiterbauen.
Ja. Wir machen jetzt das Video fertig, damit die Leute das heute Abend sehen können. Mhm. Ne? Weil wir haben, das haben wir ja jetzt von gestern Abend bis heute habe ich das gebaut. Wow. Ne? Ging relativ schnell. So. Ja. Deswegen, wir zeigen das heute Abend den Leuten, wie das jetzt aussieht. Und am Sonntag sehen die Leute dann, wie es fertig aussieht. Ja. Ha? Machen wir so? Mhm. Alles klar. Dann wünschen wir euch da draußen ein schönes Klemmen. Schaltet am Sonntag ein, wenn wir den Rest gemacht haben. Ja. Und euch zeigen. Tschüss. Und in diesem Sinne, macht's gut, bleibt gesund. Ciao.